Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video von mir vor einer ganz neuen Kulisse. Ja, immer noch mein altes Bücherregal, ich sitze halt jetzt dran, ein bisschen anders. Und das ist auch nur ein Infovideo bzw. ein Ankündigungsvideo, denn ich habe es in meinem Blubber-Blabber-Vlog schon mal angedeutet. Meine Kamera ist immer ein bisschen schief, so. Dass ich mir ein neues Projekt überlegt habe fürs Bookboard, da ich ja im Moment nicht ganz so viele Bücher lese wie halt sonst immer und so und deswegen nicht ganz so viele Buchtipps geben kann, trotzdem aber irgendwas mit Büchern machen möchte. Und es ist schon ein paar Mal auch passiert, dass, wenn ich so Textstellen aus Büchern oder so vorgelesen habe, dass Leute von euch als Zuschauer dann drunter geschrieben haben und das Video, oh Kossi, ich höre dich so total gerne, wenn du irgendwas vorliest und so, hast du nicht mal Lust, mal etwas Längeres vorzulesen. Ne? Und, oder andere sagen immer, ich höre dich so gerne reden und ich höre dich gerne nebenbei beim Kochen oder beim dies machen und das machen und jenes machen und so. Und dann habe ich so die Idee gehabt, vielleicht könnte man das verbinden, also dass ihr mich gerne hört und ich auch gerne rede bzw. auch gerne vorlese. Das habe ich nämlich schon als Kind gerne getan. Das habe ich auch in meinem letzten Blubber-Blabber-Vlog kurz mal angerissen. Also als ich aus dem Kindergarten in die Schule kam, habe ich natürlich ja lesen gelernt und bin auch immer umgeben gewesen von Büchern. Und als ich dann halt lesen konnte, bin ich zurück in den Kindergarten gegangen. Also nicht jetzt so, ich habe keinen Bock auf Schule, ich gehe jetzt wieder in den Kindergarten. Sondern ich bin nachmittags dann in den Kindergarten gegangen und habe dort den kleinen Kindern vorgelesen. Also da kann ich mich wirklich nur erinnern, wie die alle so dann da halt saßen, so im Kreis und so. Und ich habe mich da hingesetzt und habe dann vorgelesen. Und habe das immer schon gerne gemacht. Obwohl ich selber Hörbücher jetzt nicht gerne höre, weil ich davon müde werde. Aber wenn ich selber vorlese, finde ich es irgendwie, also ich mache es gerne auf jeden Fall. Und dann habe ich mir überlegt, wie wäre es denn, wenn ich euch einfach mal Bücher vorlese, beziehungsweise natürlich nicht ganze Bücher, sondern nur Teile davon, so ein, zwei Kapitel. Und dann habe ich mir überlegt, aber ich möchte diesmal dann keine Bücher nehmen, die ich selber gelesen habe. Ich könnte ja, ne, ihr seht ja, ich habe hier, das ist nur ein kleiner Teil von dem, was wirklich noch hier so in meiner Wohnung rumsteht. Ich habe irgendwie an die 1000 Bücher hier zu Hause, ich brauche ja nur einmal ins Regal greifen und euch da was vorlesen. Das wollte ich aber gerade nicht, sondern es gibt ja auch viele Zuschauer, die dann sagen, Kossi, ich gucke gerne deine Videos, aber ich habe einen total anderen Lesegeschmack als du. Und dann habe ich mir halt so überlegt, aber wie könnte man das machen, dass vielleicht auch ich selber auf Bücher stoße, zu denen ich vielleicht überhaupt gar nicht gegriffen hätte. So, und dann habe ich halt mit dem Bookboard gebrainstormt und habe dann gesagt, pass auf, meine Idee ist folgende. Ich möchte gerne, dass man mir Bücher zuschickt. Aus egal welchem Genre. Es kann sogar Fantasy sein, es kann alles Mögliche sein. Ich möchte dann wissen, welche Kapitel darf ich vorlesen und ich setze mich vor die Kamera. Und ich habe das Buch vorher nicht selber gelesen, ich lasse mich selber da reinplumpsen und setze mich einfach hin und fange an vorzulesen. Und vielleicht sind da ja Bücher bei, bei denen ihr dann sagt, boah Kossi, ohne dich wäre ich auf dieses Buch nie gestoßen. Oder ich selber sage dann vielleicht auch, Mensch, ich hätte nie nach diesem Buch gegriffen, weil es vielleicht ein Genre ist, das mich vielleicht eigentlich gar nicht so ansprechen würde. Oder der Titel spricht mich nicht an. Oder das Cover nicht. Oder was auch immer. Also ich lasse mich selber da reinplumpsen in diese Bücher, die man mir jetzt halt zugeschickt hat. Ich setze mich einfach nur dahin und lese aus diesen Büchern vor. Und ihr könnt dann diese Videos halt hören, wenn ihr abends nicht schlafen könnt, wenn ihr Unterhaltung braucht beim Putzen meinetwegen auch, beim Kochen, beim Bügeln, bei was auch immer ihr gerne einfach nur zuhört. Also es wird nichts großartig passieren. Es kann sein, dass ich die Bücher immer mal zwischendurch kommentiere, also die Textstellen, wenn irgendwie was Witziges vielleicht passiert oder sonst was, dass ich da mal kurz von mir so einen kleinen Kommentar reinwerfe. Es wird natürlich alles kossilistisch bleiben. Ich werde mich bestimmt auch mal verlesen. Ich bin kein Hörbuchsprecher oder sonst was. Es wird einfach ganz zwanglos sein. Es wird nur mit einem anderen Hintergrund sein. Das ist auch nicht dieser Hintergrund dann, sondern wir machen das vom Bookboard aus wieder so mit der grünen Wand und die machen dann da was Schönes irgendwie draus, damit es sich einfach abhebt. Also die Videos kommen trotzdem in meinen Kanal, aber die werden dann ja im Bookboard eingebunden und deswegen sollen die so ein bisschen an das Design vom Bookboard angepasst werden. Ne? Ansonsten ist es ein ganz normales Kossi-Video. Und ja, es ist einfach so eine Idee, die ich hatte. Ich weiß natürlich auch noch gar nicht, ob es bei euch ankommt. Aber wenn es nur 10 Leuten gefallen würde, dann hätte es sich ja schon gelohnt, dass ich mich da echt hinsetze und so vorlese.
Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es euch gefällt, aber wir schauen einfach mal, was daraus wird. Und wenn ihr da so gar keinen Bock drauf habt, ne, dann, ja, entweder guckt ihr einfach das Video nicht oder ich höre dann auch vielleicht auch wieder damit auf. Es ist einfach nur so eine spontane Idee von mir gewesen, dass ich gedacht habe, komm, wir versuchen das einfach mal. Und ja, und so ein Video wird jetzt halt in den nächsten Tagen dann online gehen. Und ich bin gespannt, erstmal bin ich selber gespannt, ich habe ja schon ein paar gedreht jetzt auch, bin gespannt, was das Bookboard daraus dann so gemacht hat, ne? Und dann bin ich gespannt, wie ihr es findet und sage deshalb einfach mal viel Spaß dann mit Cossi Reads, so haben wir es jetzt einfach mal genannt. Also cossireads@bookboard.de oder wie haben wir das eigentlich? Nee, cossireads@bookboard, ne? Genau, cossireads@bookboard heißt das Ganze dann und mal gucken, was aus diesem Projekt wird und deswegen sage ich jetzt mal, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und tschüss!